Entschuldigung, den einen Punkt hatte ich vorhin vergessen, aber Herr Hanschke, Sie haben mich jetzt draufgebracht. Ich wollte noch über den Zweckverband von Kassel sprechen, weil Sie haben natürlich recht, dass es nicht in Kassel sozusagen nur isoliert betrachtet werden darf. Aber meine Erfahrung, ich bin in der Verbandsversammlung Zweckverband Raum Kassel, ist, dass es gibt einen Flächennutzungsplan, es gibt einen hehren Klimaschutzplan. Im konkreten Fall stimmen immer alle dafür, dass der Flächennutzungsplan geändert wird. Also wenn im Baunatal ein neues Baugebiet, Großenritte ausgewiesen werden soll, wenn dort ein Gast gemacht werden soll, immer wird es dann doch geändert. Sozusagen zu Ungunsten des Boden- und Klimaschutzes. Und ich muss mal sagen, also wir sind zu zweit da und wir sind diejenigen, die dann an solchen Stellen dagegen stehen. Aber weder von den Grünen noch von anderen wird sozusagen das, was man eigentlich gemeinsam sich vorgenommen hat, dann auch konsequent verteidigt. Und ich fürchte eben, dass wenn nicht mal in der Stadt Kassel solche klaren Positionen bezogen werden, dass dann auch Kassel nicht vorbildhaft in der Region wird. Also Kassel hat da natürlich eine starke Stimme, das muss man einfach sagen, als Oberzentrum. Und natürlich wäre es möglich, da auch konsequenter im Zweckverband und Regionalversammlung aufzutreten, wenn man sozusagen die eigenen Ziele auch konkreter fahren.